Oh, ich freue mich, Leute. Es wird so gut. Oh yeah. Let's get it cracking. Ey, was soll das jetzt hier? Warum habe ich Ruckler? Oh, gut. Warum Die ruckelt Einführung ins das? Feuer ist noch im Gang. Ich bin kein Experte. Was ist das? Doch, das scheint angemessener. Was war das denn, ey? Ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss Ihnen von George erzählen und Sie vor Renrock warnen. Ich bitte Sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Och, der sprechende Hut, Mann. Ule. Schon böse geil, jetzt nur kurz zu sein. Nicholas Black. Phineas Nicholas Black, okay. Gleich treffen Sie den. Hey, das wird ja alles die ganzen Vorfahren vom Sirius und so weiter und so fort. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Aber stand auf unserem Einladungsschreiben nicht, dass das Problem scheint. Kobolde. Die Frau Weasley, unsere Schulleiterin, ist mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Ich melde mich. Hä? Als ob die Halle so klein war. Never, Digga, die Tische sind noch viel länger, oder? Kommt mir alles so short vor, Mann. Noch jemand für die Auswahl. Ach, die McGonagall. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Als sie noch jung war. Bitte setzen. Ah, nee, das ist die Frau. Das ist Frau Weasley. Aber da stand doch, dass sie die Direktorin ist, die Schulleitung, oder? Warum ist das jetzt dieser Black, Mann? Naja, sind wir mal gespannt, ey, was hier jetzt so geht. Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Ja, schon. Ich will unbedingt erkunden, safe. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. Ja, Mann. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Oh yeah. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Einen gewissen Sinn für... Was ist es nur? Ehrgeiz, auf jeden Fall. Ist es Ehrgeiz? Es mag engstirnig wirken, aber es ist wichtig, im Leben ein Ziel zu verfolgen. Ja, stehe ich zu, ja. Interessant. Du also hast dreht man, glaube ich, durch, ne? Irgendwann langweilt man sich, dreht am Rad. Fähigkeit besetzt. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Ja, das kann ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Oh, nicht Slytherin, nicht Slytherin, nicht Slytherin, nicht Slytherin. Kann für Tapferkeit, Mut und Ehre, Gerissenheit, Ehrgeiz und das Streben nach Macht. Eigentlich ist Slytherin nichts Schlechtes, ne? Intelligenz, Kreativität und Scharfsinn, Geduld, Treue und Fleiß. Hufflepuff ist so ein No-Go für mich. Das sind die ganzen Keks. Ravenclaw ist eigentlich echt noch cool, ne? Gab's überhaupt außer Rubina Ravenclaw irgendjemanden, der so richtig krass war bei Ravenclaw? Vielleicht werden wir das. Der nächste kranke Ravenclaw.
Gryffindor ist halt so Mainstream, wird jeder nehmen, so Slytherin auch. Das Ravenclaw wäre schon mal geil, oder? Vor allem, wir wissen ja gar nicht, wie Daniel. Boah. Das ist halt die Frage, ne? Nee, Alter, komm. Du bist bereit, auch allein Tapferkeit, Mut, Ehre ist schon so. Jo. Wir wollen der mächtigste Zauberer werden und die mächtigsten Zauber, die entstehen halt nun mal einfach in Gryffindor, Junge! Woo! Sei es Gryffindor! Schon geil, Mann. Wie man sich einfach anziehen kann, was man will, wenn man zaubern kann. Ey, krass. Oh, und eine Sache noch. Was ist ein Plague? Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Jo, gut. Gut, dass es kein Quidditch in dem Spiel gibt. Ne? Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun. Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Alter, das ist aber schon ein bisschen ruppig, ey. Was ist das denn? Immer diese Mikro-Ruckler, sobald die Cutscene so losgeht. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Ach, sie ist Stellschulleiterin. Ah, das hatte ich überlesen. Alles klar. Steigen normalerweise nicht als die fette Dame. Dürfte abenteuerlich werden. Ich freue mich schon darauf. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal den Gryffindor-Gemeinschaftsraum betrat. Sie waren in Gryffindor? Ich bin eine Gryffindor. Geil. Ich konnte mir damals allerdings nie das Passwort merken. Passwort? Passwort? Irgendwas mit Tuna, das oder? Das Passwort ist gerade dumm. Ach nee. Ja gut, jetzt ist es was anderes. Zutritt gewählt. Oh nein, die fette Dame! Sie ist verschwunden! Ja, nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen wartet ein großer Tag auf Sie. Jo, merci Weasley, alles klar, ciao. Hier ab. Hopp, ja, lass mich pennen Danke, gehen. Professor Weasley. Sehr gern. Für mich war die Anfahrt ein bisschen anstrengender wie für alle anderen. Gute Nacht. Oh Mann, ey. Muss ich dir mal geben, Alter. Erster Tag der Schule und dann gehst du erst mal durch Gringotts, kommst du in so ein Verlies, musst fighten, triffst noch irgendwie den Überbösewicht des Zorns, ja? Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Jo. Nice! Hier hat Harry drin gepennt. Nee, okay, der wird da drin pennen in so ungefähr 100 Jahren oder so. Alter, man kann Rechtsklick einfach rein aimen. Okay, das ist ja nice. Erst nur alles unordentlich machen, was so geht. Nice, ey, ich fühl's so hart, Alter, jetzt in Hogwarts zu sind. So geil. Lumos. Oh Mann. Ich hab das Spiel so erwartet, ey, so sehnlich. Genau, eigentlich fast so sehnlich wie auf Starfield, ey. Das Kissen zerfetzt von meinem scheiß Zimmergenossen. Okay, alles klar. Let's go. Mal gucken. Können wir hier. Eigentlich können wir hier mit nichts interagieren. Wir können uns alles nur ganz genau angucken, ne? Jo. Gut, alles klar, Harry, wollte ich schon gerade sagen. Donny. Nice! Oh mein Gott, sowas von Open World. Zum Gemeinschaftsraum. Ja, das müssen wir jetzt halt wissen, ne? Hier wahrscheinlich. Hier runter? Boah, irgendwann, wenn man das Spiel durch hat, fühlt man sich in Hogwarts so wohl. Zeig mir mal die Map, bitte. Zeig mir mal bitte die Map. Wie komme ich in die Map? Das lerne ich bestimmt noch, ne? Boah, ich bin so gespannt auf die Map, ey.
Und wie sich die Bilder alle noch bewegen, ey, ich komme nicht drauf klar. Nicht alle, aber größtenteils. Schloss auf Stufe 1, okay. Muss komisch sein, wenn man im 5. Jahr in Hogwarts anfängt. Ja? Lästert ihr gerade über mich? Boah, ich dachte gerade, Alter, die Blut, ich hab sie durchbohrt und auf der Rückseite ist ein Blutfleck an der Wand, ey. Das ist der Gemeinschaftsraum, ne? Yo, sie schlägt erst Morat oben auf dem Kamin, Alter, hä? Was ist mit ihr denn? Ach, da müssen wir sogar hin. Warum müssen wir zu der Verrücktesten von allen, Alter? Oh Mann, Hogwarts ist halt schon nice, Mann. Welcher Dude wird nicht gern in so eine Schule gehen, Mann? Hä? Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Es ist kein komplizierter Zauberspruch. Ich sollte ihn nonverbal wirken können. Warum funktioniert er nicht? Go. Oh, hallo, willkommen in Gryffindor. Ich bin Cressida. Ist mir ein Vergnügen, Cressida. Deine Ankunft gestern Abend bei der Einführungsfeier war theaterreif. Du hast es gerade noch so geschafft. Stimmt es, dass du Professor Figgs Schützling bist? Ich habe bei ihm studiert, das weiß ich doch gar nicht. Nein, er hat mir vor unserer Ankunft nur ein bisschen was gezeigt. So habe ich das jetzt auch. Ich hatte gehofft, er hätte dir ein paar Tipps zum wortlosen Zaubern gegeben. Ist es das, was du gerade versucht hast? Ja, ich habe ein paar Probleme. Den Zauberspruch habe ich mit der Beschwörung gemeistert. Doch das hier ist etwas schwieriger. Ja, du schaffst das schon, Mädel. Keine Sorge, du kriegst das schon noch hin. Oh, das hoffe ich. Wenn ich es schaffe, wird Professor Ronan sicher sehr beeindruckt sein. So die kleine Granger. Ich versuche es einfach weiter. Im dritten Jahr oder was? Wie schwer ist es, nonverbal zu zaubern? Können die meisten Schüler wortlos zaubern? Können denn die Schüler wortlos zaubern? Aber nein, in Hogwarts wird wortloses Zaubern erst in der 6. Klasse gelehrt. Und selbst dann tun sich viele schwer damit. Ah, muss man sich die Worte dann denken, ne? Ich versuche nur einen Schritt voraus zu sein. Wie schwer ist es nonverbal zu zaubern? Ist es wirklich so schwer, wortlos zu zaubern? Oh ja, und wenn man es nicht richtig macht, kann das Ergebnis, nun ja, unangenehm sein. Ich habe mal versucht, Depulso wortlos auf einen Becher in der großen Halle zu wirken und schleuderte Professor Sharp damit seinen Yorkshire-Pudding ins Gesicht. Er war nicht begeistert. Geile Story, ja, Mädel, nice. Hat mich gefreut, fand ich gut. Nee, Cressida, merk ich mir. Viel Spaß am ersten Tag. Ist goldig. So, weiter geht's. Ich hoffe, diesmal erwischen sie einen Lehrer. Warum sind alle immer so nervös? Es ist total sicher. Ja, total. Safe. Wenn man Magier ist. Oh, hallo. Achte gar nicht auf mich. Ich wechsle gern ab und zu den Blickwinkel. Rücke die Dinge ins rechte Licht. Einmal habe ich es auf den Gryffindor-Turm geschafft. Warum denn ins linke? Ohne Besen. Wirklich? Ich bin übrigens Nelly. Nelly Oxfire. Ich habe Gerüchte darüber gehört, was dir auf dem Weg nach Hogwarts passiert ist. Stimmt das? Mit dem Drachen? Sei mal ehrlich. Ja, sie ist ja auch ehrlich zu uns. Ein Drache griff unsere Kutsche an. Meine Güte! Unglaublich! Wie aufregend und beängstigend. Jedenfalls hast du definitiv für Aufregung gesorgt. Ja, was hab ich das? Dringend nötig hatte. Gut, dass ich und das einmal schon komplett durch die ganze Schule rumgesprochen hat, aber... Naja, ne? Ich frage mich immer, wo die solche Dinge dann erfahren, Alter. Müssen ja die Lehrer müssen das ja weitererzählen. Wie dumm! Was sagt man denn welche über meine Gerüchte Reise? Gibt es über meine Reise nach Hogwarts? Dass du einem Drachenangriff entkommen bist? Reicht das nicht? Die meisten kommen mit Bahn oder Boot. Nicht direkt aus einem Drachenmaul geflüchtet. Natürlich reden die Leute. In Hogwarts spricht sich sowas schnell rum. Okay. Du hast keine Höhenangst, oder? Nee, erstmal würde ich das Schüler fragen. Die Schüler haben wohl nie einen Drachen gesehen. Und du? Meine Güte, nein. Ich habe auch noch nie von so einem Kutschenangriff gehört.
Am Kutschen ist doch gar nicht genug Fleisch dran. Am Kutschen ist doch gar nicht genug dran. Die redet irgendwie so. Ich nehme an, Dümmlich. Du hast keine Höhenangst. Ich war schon immer so, seit ich klein war. Mit 5 hat meine Mutter mich mal auf dem Dach gefunden. Sie weiß bis heute nicht, wie ich raufkam. Aber bei all den seltsamen Gängen und Zimmern im Schloss und allem, was auf dem Schulgelände und drumherum so lauert, muss man keinen Turm erklimmen, um unglaubliche Dinge zu sehen. Ja, die ist nett, aber irgendwie dümmlich. Naja. Wir sehen uns bestimmt wieder. Im Gemeinschaftsraum oder wenn du mal wieder einen Turm erklimmst. Yo! Genau, Digga, sie jumpt einfach von hier da hoch, Alter, was? Sie ist halt einfach Supergirl, Alter. Superwoman, Mann. Holy shit, das ist doch locker 3 Meter, ey. Ja, Mann, ey. Sowas geht halt auch nur ins Hogwarts, ne? Ach, er hat sich einen Apfel gegönnt. Ich dachte jetzt, er spielt mit den Karten da. Gott, feier ich das, ey. So, jetzt noch kurz ihn hier abchecken. Garrett Weasley. Garrett. Willst du nicht mal probieren? Garrett. Hab ich selbst gebraut. Hallo, du bist der neue Fünftklässler. Freut mich, ich bin Garrett Weasley. Garrett. Ich habe von deiner Anreise gehört. Unglaublich. Schön, dass es euch gut geht. Stimmt es, dass jemand vom Ministerium mit euch in der Kutsche war? Jo. Oh, ja. Ein Freund von Professor Fig. Oh, ich wollte nicht neugierig sein. Professor. Hässlich, hey. Diese Drachen. Naja, schön, dass du hier bist. Danke, Gareth. Ich auch. Bist du mit Professor Weasley verwandt? Ja, sie ist meine Tante. Wie kann man sowas fragen, Alter? Ich dachte eigentlich, es wäre seine Mutter. Das ist bestimmt angenehm, das ist komisch. Du kannst also machen, was du willst. Du kommst sicher mit allem davon. Ja, im Gegenteil. Tante Mathilda behandelt mich wie ein Erstklässler. Hätte ich aber auch gefragt, als erstes. Ständig im Auge. Ehrlich gesagt ist das etwas erdrückend. Komm, jetzt ohne Scheiß. Jeder hat damals... Sie ist eine sehr mächtige Hexe. Sie passt auf einen auf. Irgendwann mal einer in der Schule oder so, der irgendwie mit einem Lehrer verwandt war. Ja, keine Ahnung. Mutter oder Tochter oder was weiß ich. Was ist das in deiner Tasse? Hast du auch ein Händchen für Zauber Nee, warum sollte ich sowas fragen? Es juckt mich... Zaubertränke jucken mich absolut nicht. Ich bin dann schon eher so... Der harter Tryhard, so wie Voldemort. Was ist das in deiner Tasse? Trinkst du etwa Butterbier zum Frühstück? Oh nein, ich arbeite an einem Rezept, das mir im Sommer eingefallen ist. Es ist fast fertig. Einigen Versuchen zufolge braucht es noch etwas Arbeit. Ja, von mir aus kann man das jetzt auch noch fragen. Darf ich annehmen, dass du ein Talent für Tränke aller Art hast? So wie ich das sehe, besteht kein grundlegender Unterschied beim Brauen zwischen modifiziertem Butterbier und einem Mega-Power-Trank. Mega-Power-Trank? Ich finde den Namen so... Aber ich bin nicht sicher, ob Professor Sharp die Verbindung sieht. Er schätzt meine Kreativität nicht so, wie man denken sollte. Der Name ist schon weirdo. Mega-Power-Trank. Hat mich gefreut, Garrett. Und danke, dass du mir von deiner Tante erzählt hast. Die Welt von Harry Potter ist... Viel Glück heute. Naja, weiter geht's. Professor Weasley wartet vor dem Gemeinschaftsraum. Ja, danke schön. Dass du mir Bescheid sagst. Ich würde mich trotzdem ganz kurz nochmal hier umgucken. Labern mit Leuten einfach random kann man nicht. Aber ich kann später 100 Pro so viel noch hochheben und fliegen lassen mit. Wingardium Leviosa. Haustruhe. Oh, die können wir bestimmt öffnen, wenn wir Dings gewonnen haben. Den Hauspokal. Das wäre ja mega fett. Das Spiel sieht so verdammt gut aus, ne? Ist einfach schön. Einfach wunderbar. Man macht sich hier jetzt erstmal so ein räumliches Bild von Hogwarts, was man in den Filmen halt nicht bekommen hat, weil man immer nur aus bestimmten vorgefertigten Winkeln den Raum gesehen hat oder so. Aber hier kann man sich halt ein richtig schönes Bild bauen. Ich hätte so Bock, mal die Map zu sehen, ne? Die gibt's aber anscheinend einfach nicht. Nö, noch nicht. Keine Ahnung. Bis jetzt habe ich nur die Minimap entdeckt. Habe ich ein Inventar vielleicht in dem... Nee, auch nicht. Keine Ahnung. Mal abwarten, vielleicht gibt sich das. Ich mache jetzt erstmal 10 Minuten Pause, Viertelstunde, dann bin ich wieder da.
In der Zeit versuche ich mal diese miesen Ruckler da zu fixen, die immer kommen, wenn man irgendwie Cutscene hat oder so. In diesem Sinne, bis gleich, Leute. Welcome back, Friends. So. Und weiter geht's mit Hogwarts Legacy. Switch mal. Gehen wir direkt nein. Oh, was macht sie denn neben mir, Alter? Oh. Holy shit, Alter. What the fuck? So. Peoples of Midgard. Wo kommt man bei uns in den Raum? Man muss durch so einen Guten Morgen. Kanal? Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Lol. Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der 5. Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen, um nicht zurückzubleiben. Vor allem, da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Mhm. Bitte sehr. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von Fünftklässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Ist da zufällig eine Map drin, Mrs.? Danke, Professor. Weasley? Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Mhm. Hier lang. Den kennen wir doch. Geil. Der ist auch fantastische Tierwesen, Mann. Können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren? Voll sick, ey. Das war dieses kleine Vieh, was immer das Gold klaut. Und ihn, das müsste auch ein Black sein, ne? Damals als Schülerin hätte ich wirklich gerne etwas wie dieses Handbuch gehabt. Das Handbuch wird auch Ihre Aufmerksamkeit für die Umgebung schulen. Ja, was brauchen wir ja, ne? Ich hab das Handbuch, Harry hatte, keine Ahnung, die Karte des Rumtreibers. Ja, was braucht jeder, ey. Sonst ist man ja in Hogwarts zweifelsohne verloren. Mhm. Mhm. Miss Weasley, lass mich schon mal ganz kurz zippen. Danke, dass du wartest. Sie ist die netteste Lehrerin, die ich jemals kennengelernt habe. Auch im Real Life wäre das die netteste. Ne? Einige Informationen über das Gemälde. Was macht er denn? Wirken Sie Revelio, dann sehen wir, was das Handbuch sagt. The fuck? Revelio. Wie geil, auf diesem Porträt ist der Zauberer Baruffio abgebildet. Was ein Zufall, Baruffio und der Büffel.
der durch sein Gehirnelixier berühmt wurde und als Beispiel dafür dient, was passiert, wenn Beschwörungen falsch ausgesprochen werden. Einmal hat er statt einem F ein S ausgesprochen und fand sich auf dem Boden wieder mit einem Büffel auf dem Brustkorb. LOL. Ja, das ist sick. Krieg ich jetzt zu jedem? OMG, wie geil. Krieg ich dann jetzt immer EP oder was? Oh, das wird so viel zu entdecken geben, Leute, Alter. Das wird so sick. Handbuchseiten, ja. Oh mein Gott, das wird so sick. Geht das jetzt mit allem? Nee, oder? Rebellio. Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen. Im Schloss. Rebellio heißt so viel wie offenlegen, ne? Oh, ich hab's aufgeweckt, würde ich sagen. Oh ne, jetzt brennt's doch weiter. Boah, das wird noch richtig lustig. Mieze! Was los? Boah, die ein geiles Muster, ey. Junge, Junge, die sieht ja richtig awesome aus. Krasser Kader. Weiß gar nicht, ob es ein Kader ist, ne? Der entfernt sich zu weit von der Professorin, okay. Revelio. Ja, sorry, ey. Guck mal da. Da können wir erst auf Stufe 1 wieder, ne? 100 Pro, ja. Gleiches Problem wie bei Dead Space. Mit der Sicherheitsstufe, die nicht genug, die nicht hoch genug ist, ey. Revelio. Ja, Prof. Was ist das hier? Ha, das kommt gerade recht. Feuerschale. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt Flohpulver! Können wir jetzt innerhalb vom Schloss mit Flohpulver reisen? Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupt. Die Handbrücke enthält eine Karte des Schlosses. Geil! OMG. Ah, okay, das ist nur so eine oberflächliche Map, ne? Nicht so wie die Karte des Rumtreibens, wo man jeden Gang und alles sieht. Zu geisteskrank. Professor Weasley hat für dich die Flohflamme in der Haupthalle freigeschaltet. Nutze AD, um die Karte zu drehen, ja? Und damit kann ich schnell reisen. Oh. Hingereist. Ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Schade, ich dachte eigentlich, wir sehen, wie wir das Flohpulver reinschmeißen, verschwinden und hier wieder auftauchen. Das wäre halt sick. Ja, das haben wir jetzt wohl auch freigeschaltet. Ne? Ignatia Wildsmith. Was die manche auf ihren Namen haben. Unaussprechliche Flüche sind das, ey. Holy shit, die Haupthalle sieht ja richtig geil aus. Immer etwas los. Hat die jemals in Harry Potter so gesehen? Unser King's Cross sozusagen. Unser King's Cross. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Boah, ich hab hier noch diesen ekelhaften Fluktivity von Müller. Irgendwie schmeckt das scheiße, aber ich hab Durst. Ich will jetzt nicht aufstehen. Auf Weg verloren haben. So Smoothie-mäßig. Was kommt gar nicht geil, weil die in diesem Fruchtsmoothie einfach, glaube ich, noch Milch drin gemacht haben. Müller, Alter. Merkt ihr mal nicht. Alles, was Müller heißt, ist gleich geil mit Milch, Digga. Danke, Professor. Erzählen Sie mir mehr über Zauberkunst. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Nice. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Das weiß ich doch. Was ist Hogsmeade? Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Mhm. Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen?
Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauer lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste. Zum Glück haben wir, was das betrifft, ups, mit Professor Hackett eine talentierte... Ich muss nur einmal auf die Maustaste kommen. Schüler. Upsi! Danke, Entschuldigung. Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Na gut, dann. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. Ihre Professoren haben zugestimmt. Wenn Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Figge. Sie hat Figge gesagt. Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Geil. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitz. Ich habe geile Kekse gebacken. Die haben die Konsistenz wie Subway Cookies. Und die sind sick. 1, 2 und Nummer 3. Mmh. Manchmal muss man auch ein bisschen was naschen, wenn man was zockt. Wer nicht nascht beim Zocken, der geht lieber joggen. So. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Ja, in der Tat. Mmh. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figge hat vermutlich seine Figge. Gründe, die Details Professor für sich Figge. Zu behalten. Das ist wenn doch man vom Teufel spricht, Professor Figge, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Hm. Merci. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Geil. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, wahrscheinlich dass ich den Weg des Drachen hat den uns ausgesucht, den Weg. Scheint es leider, dass er uns wählte. Ja, alles gut. Genug geplaudert. Komm. Ich muss selbst zum Unterricht. Ja, geh los. Du musst noch hier, Handbuch erklären, du musst Professor. Noch Ron Weasleys Mama-Zeuge gehen, Alter. Mach jetzt. Damit sich die Geschichte heute. Wiederholt. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Oui, 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 ebenso monsieur, madame, et comparative le moment, et chien de la rue Professor. De la Croix. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. So viel, ey. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht boah, man merkt, bekommen. Alter, das ist für Leute gemacht, das Spiel, ey, die echt verdammt gern irgendwie welche Bücher lesen oder sowas. Da, Mr. Fick, was machen wir jetzt Schönes? Mal auf, geh mal heim. Gehofft, dass ich unsere Wege aus? Kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Sie hat mich überrumpelt. Aber mehr habe ich ihr nicht über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir etwas verbergen. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, und dass nervig. Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns... Ja, bloß die Kasserle, ey. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Zeig mal her, Bruder. Zeig mal her. Auftragsprotokoll öffnen, Karte öffnen, Mama, easy peasy, lemon squeezy.
Demigas-Statuen, Astronomie, Altäre, Handbuchseiten, Sammlungen, Truhen. Gibt's einen Arsch voll? Einlageaufträge sind durch Zauberspruch, Stufenanforderungen gesperrt. In diesen Fällen musst du die erforderliche Stufe und oder den erforderlichen Zauberspruch haben, um den Auftrag zu aktivieren. Neue Zaubersprüche können durch Erledigen der Aufgaben von Professoren oder Auftragsbelohnung erworben werden. Yo, Alter, let's get it cracking, oder? Ist das hier Levioso? Accio. Accio würde ich gerne lernen, ne? Und Levioso. Levioso ist hier Wingardium, ne? Wingardium Levioso. Wingardium Leviosa, sagen die doch, oder ne? Verzaubert und weist ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Oh. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk. Ollivander, die gab's da schon, Mann. Junge, ist der Typ alt gewesen. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser Geheimnis wollte. Der muss ja richtig steinalt gewesen sein in Harry Potter. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht. Denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Die ZAGs, die juckt mich ja jetzt erstmal noch gar nicht. Fünfte Klasse, Alter. Übertreiben wir nicht eure Lage, ey. So, wir sind frei. Dobby ist endlich frei. Guckt euch das an. Oh, was macht sie denn? Sie hat gerade gezaubert. Das kann doch nicht. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo. Ja, halt, Digga, du kennst so ziemlich 99% von der Schule noch gar nicht. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Was steckt denn da dahinter? Hast du etwas über drüber rausgefunden? Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Hä, was willst du richten? Gibt es hier noch mehr solche Gemälde? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Ah ja, dann ciao. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Irgendwann könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Ach, Brudi, muss los. Komm bitte zu mir. Revelio. Ja, aber what the heck? Hör mal hier überhaupt? Lumos. Oh, macht Sinn. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Alter! Was sehen wir da überhaupt? So einen dicken Glatzkopf mit einer Tunika, der irgendwie einen Zaubertrank in die Hand hält, neben Töpfen. Und direkt links davon eine Treppe. Okay, der hat... I got it. Merken wir uns, schieben wir ins Hinterstübchen oben im Hirn rein, ja? Und dann merken wir uns das und dann passt das schon. Alter, what the heck? Macht es halt mit einer Hand so easy peasy auf. Kannst du dein Lumos... Kannst du dein Lörres wieder runterholen? Lumos. Ups, das hat irgendwie falsch geklungen, ne? Inventar. Digga, es ist halt so sick, Mann. Wir können uns einfach equippen, Mann. Safe ziehen wir Handschuhe an. Jeder dunkle Lord hat Handschuhe. Wir sind der erste dunkle Lord, der einfach zu Gryffindor geht, Mann. Ne, safe nicht. Harry machen wir jetzt nicht gerade noch. Das müssen wir nicht. Boah, Piggy bleiben.